Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Alltagsvlog. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und mich wieder durch die Woche begleitet. Ich komme gerade vom Einkaufen und wie ihr wahrscheinlich unschwer erkennen könnt, ist es heute wieder mal ziemlich duster. Aber ich muss sagen, heute ist so der erste Tag, an dem ich so richtig das Herbstfeeling habe. Es war heute Morgen um 7 Uhr noch zappenduster. Es war nebelig. Also jetzt ist es gerade kurz nach 10:30 und so langsam lichtet sich der Nebel. Die Bäume sind orange, gelb und braun. Die Pflanzen fangen langsam an abzusterben, die sich über den Winter zurückziehen. Die Luft ist feucht und kühl. Es ist wirklich so richtiger Herbst heute, das allererste Mal. Und ich finde es toll. Ich finde es richtig toll. Da kann man sich zu Hause wieder richtig gemütlich machen und Kerzen anzünden, was Leckeres trinken. Ich habe euch ja in einem meiner letzten Vlogs zum Beispiel meinen selbstgemachten Salted Caramel Sirup gezeigt. Den hatte ich jetzt länger nicht im Kaffee drin, aber heute ist mir wirklich danach. Also wenn ich mir nachher eine Latte mache, dann gibt es wieder Salted Caramel Sirup da drin. Und ja, jetzt ist auch wieder so die Saison, wo ich Lust habe zu backen. Ich könnte jeden Tag backen, muss mich aber ein bisschen zusammenreißen, da ich immer noch unter dem zu viel Zucker aus meinem, war's letzten oder vorletzten Vlog, leide, wo wir beide Nachbarn waren. Ich weiß schon gar nicht mehr, mit was ich eigentlich den letzten Vlog beendet habe, weil mein Rhythmus, mein Alltag war jetzt durch den Urlaub meines Mannes irgendwie total durcheinander, weil wir auch jeden Tag fast draußen waren und an unserem Gartenprojekt gearbeitet haben, das nun endlich so weit fertig ist, dass wir uns das den Winter über angucken können und dann nächstes Jahr weitermachen. Also es ist noch nicht vorbei, aber der Teil des Gartenprojekts, den wir dieses Jahr noch machen wollten, der ist geschafft. Das zeige ich euch hoffentlich in diesem Vlog. Ich muss mir erstmal angucken, was ich da alles gefilmt habe, weil es ja über Wochen und Monate im Prinzip ging, wenn man die Vorbereitungen dazu rechnet. Und ich könnte wahrscheinlich davon schon 2 Stunden Material nur machen, wie wir unser Gartenprojekt da gemacht haben. Aber ich möchte das so richtig schön komprimiert euch zeigen, weil viele interessiert es nun mal einfach nicht. Andere interessiert wieder, was wir so im Garten machen und was nicht nur Pflanzen betrifft. Also versuche ich jetzt so einen kleinen, gesunden Mittelweg zu finden, das irgendwie so zu komprimieren, dass ihr aber auch von Anfang bis Ende seht, was wir da gemacht haben. Und ja, das werde ich jetzt die nächsten Tage tun und das Material sichten, während ich euch eben auch durch meinen Alltag mitnehme. Es ist heute allerdings schon Dienstag. Und ich muss jetzt erstmal wieder in meinen Rhythmus reinfinden. Also gestern war auch kein typischer Montag für mich. Der ist irgendwie heute. Und deshalb wird die Woche für mich wahrscheinlich auch relativ kurz. Aber wie ich schon sagte, ich komme gerade vom Einkaufen. Und morgen gibt es auch so ein typisches, ich will nicht sagen Herbstgericht, aber so ein Wohlfühlessen, das eigentlich auch mehr so in die kältere Jahreszeit passt. Und zwar gibt es morgen, morgen. Mac and Cheese. Ach, ich freue mich drauf. Ich könnte das jetzt schon machen und alles alleine essen. Aber nein, morgen gibt es Mac and Cheese mit zweierlei Käsesorten, sprich mit, wo habe ich? Bacon gehört rein. Und wir brauchen immer 2 Portionen Bacon, weil in dem Fall macht nicht nur der Käse alles besser, sondern auch der Bacon. Und dann gibt es Cheddar. Frischkäse kommt rein. Und Creme Fraiche. Die Macaroni natürlich. Ist ja klar, ohne Macaroni geht auch kein Mac and Cheese. Und dann Teppichreiniger. Davon habe ich schon eine Flasche, aber ich brauche noch ein bisschen mehr. Der ist echt gut. Ich glaube, den hatte ich euch schon mal in einem Vlog gezeigt. Und ich habe den jetzt benutzt, um Polster zu reinigen, die man eben nicht abmachen und in die Wäsche stecken kann. Sprich, wir haben solche Sitzhocker, so Würfelhocker im Wohnzimmer, die wir als Fußablage beim Fernsehen gucken benutzen. Und die kann man halt nicht waschen.
Da habe ich das benutzt, funktioniert sehr gut. Und ich habe auch so ein paar Fußmatten damit schon gereinigt. Funktioniert sehr, sehr gut. Als nächstes ist unser Wohnzimmerteppich dran. Das ist ja so ein Flauschteppich, so eine Art Flocati. Ich bin gespannt. Allerdings brauche ich erst einen starken Mann, der mir das Sofa weghebt. Dann habe ich. Achso, Eier hatte ich auch nicht verkauft. Eier brauchen wir immer. Apropos starker Mann. Ich habe für meinen Mann Magnesium gekauft, weil er in letzter Zeit, gerade jetzt im Urlaub war das echt schlimm, nachts Krämpfe hat. Meistens Oberschenkelkrämpfe. Und wir haben zwar, das hatte ich euch glaube ich auch schon mal gezeigt, so Magnesium-Direkt-Sticks. Das ist so ein Granulat, das man sich einfach in den Mund schüttet und dann hilft das normalerweise auch richtig gut. Aber er hatte neulich nachts einen Krampf. Das war so heftig, dass er hinterher noch 3 Tage Muskelschmerzen hatte. Und dann habe ich gesagt, du mein Lieber, baust dir jetzt mal ein Magnesium-Depot auf. Und deshalb habe ich ihm Magnesium-Tabletten besorgt. Und etwas, das ich eigentlich nicht wirklich gerne benutzen möchte, aber ich muss es jetzt einfach mal ausprobieren, sind Trocknertücher. Ich benutze ja seit vielen, vielen Jahren schon keinen Weichspüler mehr. Das funktioniert ja auch nicht für alle Fasern. Heutzutage ist auch viel mit Mikrofaser, gerade Sportsachen und so Sachen. Und auch bei Strick ist Weichspüler jetzt nicht immer so das Beste. Und ich habe festgestellt, dass in letzter Zeit, wenn ich Stricksachen wasche, die lasse ich immer Luft trocknen und packe sie dann in den Trockner. Da habe ich so ein Fluffprogramm, 3 Minuten oder 8 Minuten glätten, dass das nochmal so auffrischt. Und die Stricksachen oder auch mein Hoodie, ich habe so ein Hoodie, den ich ganz gerne mal draußen anziehe, jetzt bei der Jahreszeit, wenn ich in den Garten springe. Das riecht irgendwie muffig. Also nach dem Waschen kein Problem, aber wenn ich das dann, wenn es trocken ist, in den Trockner tue, zum Auffluffen, dann riecht das irgendwie muffig. Wohingegen die Wäsche, die ich normal in den Trockner tue, um sie ganz normal im Trockner zu trocknen, riecht nicht muffig. Und ich habe keine Ahnung, wirklich überhaupt keine Ahnung, woran das liegen kann. Jetzt war ich, wie gesagt, gerade beim DM und habe mich da mal umgeguckt. Da war die Auswahl nicht so groß. Es gab sage und schreibe zweierlei verschiedene Trocknertücher, aber ich möchte diese komischen Perlchen da nicht haben. Finde ich Schnickschnack. Also wollte ich das jetzt mal ausprobieren. Ich bin mir nur nicht sicher, ob der Duft so das Wahre ist. Also es waren jetzt halt, wie gesagt, zweierlei Varianten da von Denk mit und von Lenore, glaube ich. Und ich wollte jetzt einfach mal die 0815 billigen Dinger hier ausprobieren. Ich glaube nur nicht, dass mein Mann mit dem Duft zurechtkommt. Der ist doch schon sehr blumig. Steht da drauf, cozy, elegance, blumig und fruchtig. Himmlisch blumig und fruchtig. Ob das jetzt so seins ist, ich weiß auch nicht, wie lange der Duft dann da drin hält in den Sachen. Ich habe jedenfalls vorhin den Kofferraum aufgemacht und habe gedacht, was ist das? Ich habe keine Duftkerzen gekauft. Also nach Duftkerze irgendwie riecht das. Also ich bin gespannt. Hoffentlich war das kein Fehlkauf. Aber wenn, dann habe ich wenigstens die billigen genommen. Oder ich versuche nächstes Mal die teureren. Wahrscheinlich gucke ich dann mal beim Rossmann. Und zu guter Letzt eine Haarspange. Eine neue Kralle, diesmal aus Metall, weil mir tatsächlich alleine in der letzten Woche 2 von meinen Kunststoffkrallen kaputt gegangen sind, als ich sie in die Haare gemacht habe. Und da war ich wirklich sehr traurig, weil das waren welche von Skinchy. Ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland noch zu kaufen gibt. Ich habe es mal bei Claire's gesehen früher. Jedenfalls hatte ich die in den USA gekauft und die Innenflächen sind gummiert, damit das nicht so aus den Haaren rausrutscht. Weil mir solche Spangen hier eigentlich immer aus den Haaren rausrutschen. Ich weiß nicht, ob meine Haare zu dick sind, ob ich zu viele Haare habe. Also probiere ich die jetzt mal. Für alle Haare wird es nicht reichen, aber für so ein Half-Up, Half-Down wird das schon okay sein, hoffe ich. Und dann natürlich in Gold, weil ich ja eher Gold als Silber mag. Und das war mein kleiner Einkauf. Ich quatsche jetzt schon ewig lange. Das heißt, es wird
alleine durch das Gequatsche schon ein richtig langer Vlog, wenn ich auch noch meine Zusammenfassung vom Gartenprojekt dranhänge und den Rest der Woche, wobei ich keine Ahnung habe, was ich diese Woche tun werde. Ich habe keine Pläne gemacht, außer jetzt erstmal wieder in meinen Rhythmus reinzufinden, weil 3 Wochen ist doch schon eine relativ lange Zeit. Ich bin zu nichts gekommen. Ich habe gestern einen Waschmaschinenmarathon hingelegt, sondergleichen. Also ich habe mehrere Maschinenwäsche gewaschen und das muss natürlich auch noch alles wieder getrocknet und weggeräumt werden. Geputzt habe ich letzte Woche auch überhaupt nicht. Also es wartet diese Woche jede Menge Hausarbeit auf mich, was nicht immer so viel Spaß macht. Also ich habe zwar gerne ein sauberes Zuhause, aber manchmal muss ich mich auch wirklich dazu aufraffen zu putzen. Und nein, ich habe keinen Putzfimmel, auch wenn ich normalerweise jede Woche einmal komplett alles sauber mache. Aber ja, ich fühle mich einfach in meinem Zuhause am wohlsten, wenn es schön sauber und aufgeräumt ist. Woanders ist mir das eigentlich egal. Wenn es gemütlich ist, dann kann da auch gerne Staub liegen. Aber hier zu Hause mag ich es sehr gerne sauber. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt erzähle. Wahrscheinlich, weil ich auch noch das hier gesehen habe, nämlich meine Haushaltshandschuhe. Da brauche ich auch öfter mal neue, weil die relativ schnell durch sind. Ich weiß nicht, irgendwie lässt da die Qualität bei allen Herstellern zu wünschen übrig. Und nein, ich verkaufe meine gebrauchten Haushaltshandschuhe nicht für diejenigen, die gerne mal danach fragen. Ja, also TMI, ich weiß. Na, nicht TMI. Doch, TMI. Ja, also ich räume jetzt mal meine Sachen weg und werde gucken, was ich den Tag über mache. Wahrscheinlich sichte ich jetzt erstmal das Material, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und dann sehen wir uns später. Vielleicht nochmal wieder oder dann bei der nächsten Gelegenheit. Fertig gemacht, um ins Training zu fahren, und eigentlich habe ich heute überhaupt keine Lust. Aber ich muss mir ja nachher mein Abendessen verdienen. Heute gibt es Mac and Cheese. Das hatte ich euch, glaube ich, gestern, als ich einkaufen war, gezeigt, was ich dafür geholt habe. Das kocht hoffentlich mein Mann, während ich mich im Training abstrampel. Also, er ist noch nicht zu Hause und ich habe keine Ahnung, wann er hier dann aufschlägt. Ja, letzte Woche war ich nicht im Training, weil ich aufgrund unseres Gartenprojekts Probleme mit der Schulter hatte. Da hatte ich hier schon wieder so ein Ei, das tat ziemlich weh. Und vorhin bin ich zu allem Überfluss auch noch auf mein Daumengelenk gefallen. Das habe ich mir jetzt gerade mal eben mit Schmerzsalbe eingeschmiert. Ich hoffe, dass die dann auch gleich wirkt, weil wir ja viele Sachen machen, wo auch die Hände belastet werden. Also gerade jetzt zum Beispiel in der Bank oder Vierfüßlerstand, wie auch immer ihr das nennt, also Katzenbuckel und solche Sachen, ne? Und da liegt ja ziemlich viel Last auch auf den Händen. Insofern, eigentlich sollte ich mich einfach aufs Sofa setzen und nichts mehr tun heute. Ich habe mein Soll eigentlich auch schon erfüllt. Aber gut, von nichts kommt nichts, ne? Also werde ich mich jetzt ins Auto setzen und ins Training fahren, damit ich dann nachher mein Mac and Cheese wirklich verdient habe und genießen kann.
genau das, was ich heute Abend gebraucht habe. Das war so, so lecker. So ein richtiges Soul Food. Aber es war so lecker, dass ich glaube, ich ein bisschen über die Stränge geschlagen habe und einfach viel zu viel davon gegessen habe. Jetzt habe ich nämlich ein bisschen Probleme mit Reflux. Und das ist total unangenehm. Eigentlich wollte ich jetzt heute Abend noch so einen richtigen schönen Pamper-Self-Care-Abend machen. Aber ich glaube, ich werde mich jetzt einfach nur schnell abschminken und dann ins Bett legen, weil mir ist gerade echt nicht gut. Aber es war lecker. Es war es wert. Es war es wirklich wert. Und man muss nicht so wie ich vorhin 3 Portionen davon essen. Ein oder zwei hätten sie auch getan, aber die dritte war, glaube ich, dann doch ein bisschen zu viel für meinen Magen. Vor allem nach der sportlichen Betätigung. Und heute hat meine Uhr sogar gesagt, ich habe von der einen Stunde Funktionstraining 2 Stunden Erholungswert gehabt. Die letzten 2 Male im Training, weiß ich nicht, ob meine Uhr da nicht richtig mitgezählt hat, ich weiß es nicht, gab es 0 Erholungsstunden. Also das kann ja eigentlich nicht sein, wenn man eine Stunde lang Sport treibt. Aber heute waren es 2 Stunden Erholungswert für 1 Stunde sportlicher Betätigung, was natürlich auch richtig gut ist. Mein Daumen tut immer noch weh, wo ich da ja vorher draufgefallen war. Das war auch total dämlich. Ich habe Staub gesaugt im Schlafzimmer, bin über die Schnur von unserem Staubsauger gestolpert. Ja, ich sauge immer noch mit einem Staubsauger mit Schnur. Wollte mich dann auffangen, damit ich nicht ganz hinfall, und bin dann mit dem Daumengelenk auf dem Bett gelandet. Also so richtig so. Schön, wenn der Schmerz nachlässt. Tut er mir leider nicht. Also werde ich hier gleich noch mal ein bisschen Diclofenac drauf schmieren. Und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal eine gute Nacht. Ganz so dunkel, wie es scheint, ist es eigentlich nicht, aber es ist schon kurz vor 6 und heute ist richtig schönes Wetter. Hallo Schätzchen. Heute ist richtig schönes Wetter, so jetzt wird es heller. Und ich sehe so aus, weil ich dieses schöne Wetter heute Nachmittag genutzt habe, um ein bisschen was im Garten zu machen, und zwar Rasenmähen. Kleine Schnurmaschine. Aber ich schweife ab. Ich habe hier oben Rasen gemäht, was jetzt dringend wieder nötig war und das wochenlang nicht gemacht wurde durch unsere Arbeiten. Und ich drehe euch einfach mal um, dann müsst ihr mich nicht die ganze Zeit hier angucken. Also ich habe Rasen gemäht, der ist jetzt wieder schön kurz und ihr seht, in dem Beet ist jetzt auch wieder richtig viel Platz. Da habe ich dieses Alysum rausgerissen. Das hat einfach wieder Überhand genommen. Ich bin da wirklich nicht hinterhergekommen und jetzt sieht das Beet wieder richtig aufgeräumt aus. Ich gehe auch gleich noch mit euch nach draußen. Und was ich euch eigentlich zeigen wollte, war etwas, das mich total irritiert hat, nämlich da die Rose. Diese Rose steht hier schon seit mindestens 15 Jahren. Es ist die Westerland und blüht eigentlich orange. Das ist das allererste Mal, dass die buttergelbe Blüten hervorbringt. Ich habe vorhin gedacht, ich sehe nicht richtig. Und so sieht das Beet jetzt richtig schön aufgeräumt aus. Diese ganzen Zwischenräume waren alle gefüllt mit Alysum, das jetzt aber auch braun wurde. Und ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, es sollte eigentlich nur einjährig sein.
sieht sich aber sehr stark selber aus und kommt immer wieder. Und wenn man da nicht hinterher ist, das einzugrenzen, dann wuchert es alles zu. Und die Dahlia blüht noch richtig schön. Da kommen noch so viele neue Knospen. Ach, ein Traum. Also ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, warum die Rose auf einmal buttergelbe Blüten hervorbringt. Das hat die in den ganzen 15 plus Jahren noch nie gemacht. Ich habe erst gedacht, das wäre die, die davor steht, die eigentlich weiß ist, die irgendwie Ausläufer gemacht hat. Aber nein, es ist die Westerland. Kuschelrunde? Hast du Hunger? Hast du Hunger? Wollen wir mal was zu essen machen? Ja? Was zu essen machen? Na dann komm.
mein Bananen-Walnussbrot nach dem Originalrezept meiner Gastmutter. Ist jetzt im Ofen. Meine Güte, wie lange habe ich das Rezept schon? 1996, 97 war ich Au-pair, von März 96 bis März 97. Und ungefähr so lange habe ich dieses Rezept schon von meiner Gastmutter damals, weil ich ihr Bananen-Walnussbrot so gerne gegessen habe. Und ich habe immer schöne Erinnerungen daran. Frag mich nicht warum, aber jedes Mal, wenn ich das backe, werde ich so richtig glücklich und zufrieden. Und für mich ist das auch so der Inbegriff für Herbst. Neben dem Apfelkuchen, den ich neulich gemacht habe, oder dieser Zwetschgengalette, die ich schon mit euch zusammen gebacken habe. Aber dieses Bananen-Walnussbrot, das gibt es bei uns auch irgendwie immer nur im Herbst. Das ist für mich Herbst pur. So ein Soul-Food, wobei Food kann man ja nicht sagen, so ein Wohlfühl-Dessert, auf das ich mich jetzt wirklich schon die ganze Woche gefreut habe. Und dass ich auch die ganze Woche eigentlich schon backen wollte, aber nicht dazu gekommen bin bis heute. Und heute ist Samstag. Und ich habe zu meinem Mann gestern gesagt, ich muss morgen unbedingt dieses Bananen-Walnussbrot backen. Das juckt mich so in den Fingern, aber ich hatte noch nicht alle Zutaten da und die haben wir dann gestern gekauft. Und heute, direkt nach dem Frühstück, habe ich dann angefangen, die Vorbereitungen zu machen. Wenn man filmt, dauert das halt einmal so ein bisschen länger, sonst wäre es wahrscheinlich schon fertig. Aber das interessiert euch wahrscheinlich nicht. Ich zeige euch nachher auch das Ergebnis. Aber während das Bananen-Walnussbrot im Ofen ist, das dauert ja eine Weile, habe ich gedacht, ich zeige euch jetzt endlich mal, was wir in den vergangenen Wochen draußen im Garten so betrieben haben, weil ich euch ja mehr oder minder versprochen hatte, das zu zeigen. Und ich finde es so schön. Ich habe mir das ja jetzt schon eine ganze Weile angeguckt, seit es fertig ist. Und ja, es muss noch einiges gemacht werden, aber der Hauptteil ist jetzt fertig. Und jetzt kann ich auch die Katze sozusagen aus dem Sack lassen. Wir haben unsere große Hecke zu unseren Nachbarn, vor der ich auch immer meine Outfit-Videos gefilmt habe und so weiter, die haben wir entfernt. Ratzeputz rausgerissen, weil sie A zu hoch, B zu breit, C von innen zu kahl war und auch nichts für Flora und Fauna getan hat. Also es waren keinerlei Nistplätze von Vögeln drin. Das Einzige, was Vögel mal gemacht haben, war, sich zwischendurch reinzusetzen. Was wohl drin war, waren vielleicht mal ein paar Wespen oder auch Spinnen. Aber auf die kann ich auch ehrlich gesagt verzichten. Und ja, wir haben diese Hecke jetzt rausgerissen. Die ist auch viel zu weit auf Nachbars Grundstück gewuchert. Und als die damals das Haus gekauft haben, vor, ich glaube, 10 Jahren oder so, haben sie auch schon gesagt, dass denen die Hecke jetzt nicht ganz so gut gefällt. Aber da das unsere Hecke war, haben sie natürlich nichts machen können. Und dann haben wir eben im Frühjahr beschlossen, die Hecke kommt weg nach der Brutsaison. Und deshalb hat es jetzt auch ewig gedauert. Ja, und wir haben natürlich keine neue Hecke gepflanzt. Alleine aus dem Grund, weil wir, wenn dann was Immergrünes haben wollen, wo eben gesagt, die immergrünen Sachen sind oftmals nichts für die Tierwelt. Stattdessen haben wir uns für einen Zaun entschieden und sind eigentlich auch ganz happy mit der Entscheidung. Wir haben erst Bedenken gehabt, was unsere Nachbarn dazu sagen werden, aber unseren Nachbarn gefällt der Zaun und das ist die Hauptsache. Also der kann so bleiben, steht auch komplett auf unserem Grundstück, sogar ein bisschen nach innen versetzt. Aber ich glaube, das erzähle ich auch in dem Video, aber ich möchte es schon mal vorwegnehmen. Das, was wir jetzt an Raum im Garten gewonnen haben, das ist unglaublich. Also so, wir haben gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass die Hecke so breit war. Alleine auf unserem Grundstück sind es 1,70 Meter, die jetzt frei geworden sind. Und daraus entsteht unter anderem eine Verlängerung des schon bestehenden Beets. Und dann sind wir uns noch nicht sicher, wie es da den Rest quasi weitergeht, ob da Rasen hinkommt oder was anderes, weil wir im nächsten Jahr ein neues Gartenprojekt oder ja, die Weiterführung dieses Gartenprojekts in Angriff nehmen wollen. Und das ist so
quasi im Wechselspiel mit dem Zaun. Also an dieser Stelle findet das quasi statt. Und wir müssen uns jetzt noch entscheiden. Ich habe mehrere Ideen, mein Mann hat mehrere Ideen. Die müssen wir jetzt irgendwie zusammenführen und so kombinieren, dass wir mit der Entscheidung dann auch hoffentlich langfristig glücklich sind. Weil da muss dringend was gemacht werden. Also wenn wir es rauszögern könnten, würden wir das tun. Geht aber nicht. Eigentlich hätte das dieses Jahr schon passieren müssen. Da war aber einfach die Kapazität nicht da an Zeit, Lust und Energie. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt die Zusammenfassung von diesem Gartenprojekt, das wir wohlgemerkt ja schon im Frühjahr begonnen haben. Da hatten wir sämtliches Material für den Zaun gekauft, sprich die Pfosten und die Latten. Und mein Mann hat diesen Zaun komplett selbst entworfen und in Kleinarbeit die ganzen Halterungen, die ihr sehen werdet, hergestellt aus Profilen. Ich glaube, das sage ich auch irgendwo im Video, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie rausgeschnitten habe oder so, weil ich das jetzt noch gar nicht getan habe. Also das Rohmaterial werde ich jetzt noch zusammendampfen auf ein zumutbares Maß an Länge. Also es ist alles Handarbeit quasi und wir mussten von den ursprünglich 7 Elementen zurückgehen auf 6 Elemente waren es, auf 5 Elemente. Ich weiß schon gar nicht mehr was wie viel. Und wir mussten die Pfosten nochmal neu kaufen, weil die bei der Lagerung leider alle gerissen sind und wir haben dann anderes Holz gekauft. Und das musste ich dann jetzt im Nachhinein nochmal streichen, also wetterfest machen. Das hatte ich mit den Latten im Frühjahr schon gemacht. Da seht ihr auch einen kleinen Clip. Und ja, das ist eigentlich viel Arbeit gewesen. Man sieht dem Zaun nicht an, wie viel Arbeit es war, aber wir können mit Stolz und Recht behaupten, das ist ein Unikat. Das gibt es nirgendwo anderswo. Die Arbeit will sich kein Mensch antun, das glaube ich. Und wir würden es wahrscheinlich auch nicht nochmal so in Angriff nehmen. Aber seht einfach selbst, was wir im Frühjahr schon gemacht haben und was wir jetzt in den 3 Wochen, die mein Mann Urlaub hatte, gemacht haben, bis zum momentan vorläufigen Ergebnis. Und der Rest ergibt sich dann eben, wie gesagt, nächstes Jahr, wenn wir mit dem nächsten Teil weitermachen. Und ich habe eine Vision im Kopf. Ich hoffe, dass wir das so umsetzen können. Aber momentan sind wir einfach mit dem aktuellen Ergebnis sehr, sehr zufrieden. Unseren Nachbarn gefällt es, das ist die Hauptsache. Es hat keiner was dagegen gesagt. Also es können ja eigentlich auch nur die direkten Nachbarn was dagegen sagen. Aber das haben sie nicht getan. Sogar er im Gegenteil. Er hat gemeint, das gefällt ihm super gut. Und das sieht überhaupt nicht so aus, als ob man das alles kleinteilig selber gemacht hätte als Laie. Ja. Wir sind stolz, dass wir das gemacht haben. Wir sind froh. Wir müssen uns aber noch daran gewöhnen, dass diese schöne große grüne Wand jetzt weg ist, mit der wir 23 Jahre gelebt haben. Aber wir werden uns auch an diese Holzwand gewöhnen. Jetzt den Winter über gucken wir uns das an und im Frühjahr geht es dann weiter mit Teil 2 dieses großen Gartenprojekts. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß dabei zu gucken, was wir in den letzten Wochen so gemacht haben. Thank you.
Anfang ist gemacht und so sieht das jetzt nach einem Nachmittag Schneiden aus. Sehr, sehr merkwürdig. Da hinten steht die Hecke noch komplett. Hier vorne sind nur ein paar Äste ab. Und hier vorne fehlt schon der Großteil der Hecke. Freie Sicht zu den Nachbarn. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir an einem Nachmittag schon so weit kommen, zumal wir ja nur zu zweit sind. Und ich bin gespannt, wie lange das tatsächlich insgesamt dauern wird, bis diese Hecke inklusive Wurzeln komplett Geschichte ist. Das ist das Ende des ersten vollen Tages beim Entfernen unserer Hecke. Das da auf der rechten Seite mit dem Wellblech obendrauf gehört unser Nachbarn. Also quasi das hier unten, der Randstein, das ist die Grundstücksgrenze. Und ja, wir haben heute ziemlich viel geschafft. Nicht so viel, wie wir wollten, aber wir sind ganz zufrieden. Das muss jetzt natürlich alles noch abgefahren werden und dann geht es daran, hier die Stämme samt Wurzelwerk aus dem Boden zu kriegen. Und das wird wahrscheinlich nochmal so ein richtiger Kraftakt, bei dem ich meinem Mann nicht helfen kann. Entschuldigung, nicht helfen kann. Anders als heute beim Schneiden und Häckseln. Ja, das hier ist noch ein Riesenberg. Da werden wir noch eine ganze Weile zu tun haben. Aber jetzt ist erstmal Wochenende angesagt, sprich morgen ist Sonntag. Da wird natürlich nicht gearbeitet. Ja, und dann sind wir mal gespannt, wie es dann nächste Woche weitergeht, weil es nächste Woche nämlich eigentlich regnen soll mehrfach, also an verschiedenen Tagen. Und das ist natürlich ziemlich kontraproduktiv. Aber soweit. So gut. Heute ist Tag 2 unseres Gartenprojekts, das ich Mission die Hecke muss weg getauft habe. Momentan sieht das so aus. Wir haben jetzt den ganzen Abschnitt, der hier gestern noch lag, endlich entsorgt. Also davon ist nichts mehr übrig. Und mein Mann hat jetzt angefangen, die Baumstümpfe auszugraben. Baum 1 ist komplett mit Wurzeln raus. Nur leider hat es, wie ihr vielleicht sehen könnt, jetzt angefangen zu regnen. Und es soll auch so schnell nicht mehr aufhören, was uns natürlich einen fetten Strich durch die Rechnung macht. Aber da steckt man einfach nicht drin. Ende Tag 2 und trotz Regens hat mein Mann noch weitere 3 Bäume ausgebuddelt. Ja, das sind nur 3 Bäume. Die haben eben mehrere Stämme bei den Koniferen. Aber scheinbar ging das ganz gut. Und so ist jetzt Stand der Dinge nach dem zweiten vollen Tag auf der Mission, die Hecke muss weg. So, es ist Ende des dritten Tages unseres Gartenprojekts und den hat mein Mann heute alleine gestemmt im wahrsten Sinne des Wortes, denn beim Bäume ausreißen konnte ich ihm nun wirklich nicht helfen. Das sind die Bäume, die er schon rausgerissen hat. Und da hinten stehen nur noch ein paar, die wird er dann morgen noch entfernen. Und er hat auch schon richtig schön die Erde wieder gehakt und aufgefüllt. Oder eher andersrum gesagt, aufgefüllt und gehakt. Dass das jetzt alles wieder eine schöne Fläche gibt. Und jetzt sieht man auch mal genau, wie breit
dieser Streifen ist, den die Hecke eingenommen hat. Und wenn ich euch das auf Nachbarsseite zeige, da gingen die Triebe von der Hecke bis zu der Seite von der Holzlege. Also das war schon ein richtig, richtig breites, wie soll ich sagen, Gewächs. Alleine das hier, ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt, von dieser Kante, wo die Hecke ja im Prinzip aufgehört hat, bis dahin, diese Strecke, sind 1,70 Meter. Wahnsinn. Und die Hecke hörte hier hinten bei dem Bäumchen auf, bei dem Apfelbäumchen, das ich euch ja so gerne zeige, mit den schönen, jetzt inzwischen rot gewordenen Äpfelchen. Und da sieht man auch wirklich, wie der von der Hecke weggewachsen ist und senkrecht nach oben, also bis dahin ging die Hecke. Sprich, das da haben wir alles dazu gewonnen. Und der hintere Teil, wo jetzt noch die Bäume stehen, entschuldigt immer, wenn es unscharf wird. Also der hintere Teil, wo jetzt noch die Baumstämme zu sehen sind, das wird alles Beet. Und hier sind wir uns noch nicht ganz schlüssig. Das wird sich noch zeigen, wenn wir das dritte Gartenprojekt im nächsten Jahr in Angriff nehmen. Und heute werden die letzten Fundamente gegossen. Hier muss jetzt noch ein ganz kleines bisschen drauf. Und das ist Punktfundament Nummer 6, was auch das tiefste Fundament ist. Und dann sind sämtliche Fundamente für den Zaun fertig. Das muss dann noch aushärten. Und wenn das passiert ist, können wir endlich den Zaun aufbauen. So, und was lange währt, wird endlich gut. Wir haben heute unseren neuen Gartenzaun fertiggestellt, der an der Stelle steht, an der früher unsere große Hecke stand. Und ja, alles andere, was hier jetzt noch so wild aussieht, da hinten und hier, das wird dann nächstes Jahr gemacht. Weil sich das jetzt im Herbst einfach nicht mehr lohnt, hier neuen Rasen zu sehen. Und wir wollen auch nächstes Jahr noch ein weiteres Gartenprojekt in Angriff nehmen. Hier hinten, wo die dunkle Erde ist, kommt nächstes Jahr ein Blumenbeet hin. Das heißt, das Blumenbeet hier wird verlängert. Und ja, das ist unser Gartenprojekt, das uns viel Blut, im wahrsten Sinne des Wortes, Schweiß, Tränen und Nerven gekostet hat.
Womit wir aber total happy sind. Auch der Nachbar findet es gut. Und nochmal machen wir das mit Sicherheit nicht, weil das wirklich viel Arbeit ist, alles kleinteilig. Hier diese ganzen Halterungen hat mein Mann alle einzeln hergestellt aus U-Profilen. Wir haben die Bretter mehrfach mit Lasur behandelt. Wir haben die Fundamente betoniert und die Halterungen gemacht. Es war viel Arbeit, wirklich viel, viel Arbeit. Und deshalb sind wir jetzt umso stolzer darauf, dass es fertig ist und dass es allen ganz gut gefällt. Mein Bananen-Walnussbrot ist jetzt fertig und ich habe keine Ahnung, warum das eigentlich Bananen-Walnussbrot heißt. Es ist tatsächlich ja ein Kuchen, also ein ganz normaler Kuchen, aber es heißt halt Brot. Und was ich vorhin vergessen habe, euch zu erzählen, als ich von unserem Gartenprojekt berichtet habe, war eigentlich der Hauptgrund, warum diese Hecke weg musste. Ich habe ja gesagt, die war mega breit. Also wir schätzen mal so, also auf unserer Seite waren es 1,70 Meter, auf der Nachbarseite bestimmt auch nochmal 1,20 Meter, 30, 40, 50, wie auch immer. Also sie war sehr, sehr breit. Und wir haben ja genau auf der Höhe im Prinzip unsere Garagenausgangstür zum Garten hin. Und letztendlich waren eigentlich die einzigen, die da ungehindert rein und rauslaufen konnten, unsere Katzen durch die Katzenklappe. Aber die Tür haben wir nicht mehr richtig aufbekommen. Und mit Hecke schneiden ist das auch so eine Sache gewesen. Sie war einfach schon zu hoch und eben zu breit. Unsere Koniferenhecken verkahlen ja von innen und da wird auch nichts mehr grün. Und vor ein paar Jahren ist mein Mann tatsächlich mit Sandleiter beim Schneiden aus der Hecke rausgefallen, hatte so einen Hochentaster, natürlich vorschriftsmäßig mit Sicherheitsgurt, und ist wirklich hart aufgekommen, aber zum Glück hat er sich damals nur ein paar Prellungen zugezogen und da haben wir gesagt, also langfristig ist das mit der Hecke nichts, weil wir ja auch alle nicht jünger werden und immer jemanden kommen lassen, der das schneidet, das wollen wir auch nicht. Also fiel dann irgendwann die Entscheidung, dass die Hecke weg muss. Und wie gesagt, sowohl unsere Nachbarn als auch wir sind jetzt eigentlich ganz happy damit, so wie es jetzt ist. Und unsere Nachbarn haben gesagt, das ist euer Zaun, der gefällt uns gut, aber ist euer Ding. Und wir haben den ja extra auch so gestaltet, das werdet ihr ja jetzt gesehen haben, dass man die einzelnen Bretter rausnehmen kann. Also diese ganzen Halterungen habt ihr ja gesehen, aber die Bretter liegen da nur drin. Also man kann jedes Brett einzeln rausnehmen. Und dann eben, wenn mal was sein sollte, ausbessern oder neu imprägnieren, was auch immer. Oder vielleicht auch mal eine andere Farbe streichen. Das ist also möglich und da haben wir wirklich Wert drauf gelegt, dass das für uns dann im Prinzip einigermaßen pflegeleicht wird in Zukunft. So, das wollte ich dazu noch gesagt haben und ja, das soll es für heute auch mal gewesen sein, denke ich. Ich zeige euch natürlich nachher noch, wie das lecker duftende Bananen-Walnussbrot dann aussieht, wenn es angeschnitten ist. Aber wenn es so aussieht, wie ich es gewohnt bin, dann ist das wieder ein Volltreffer. Und ich freue mich jetzt schon auf die Kaffeezeit heute.